What's the use in trying? What you do instinctively, in your youthful arrogance, lies a wisdom and beauty. And I can't compete, oh no, 'cause old folks like me could merely be copies. But you will be queen of those that want no king. Wouldst thou like a pretty dress? Dost thou like the taste of saffron? Wouldst thou like to live deliciously? Oh, Thomasin. Oh, Thomasin. You're better than a lot of them, and you will travel in style, 'cause you belong in 2020 with your messed up smile. At a Hollywood place in the hills at night, an imperfect face in neon light, heart bright and gracefully preaching climate change. Wouldst thou like a pretty dress? Dost thou like the taste of saffron? Wouldst thou like to live deliciously? Oh, Thomasin. Danke vielmal. Mein Name ist Aaron. Danke vielmal, dass ich da dabei sein darf. Danke vielmal Regio Act und ihrem Stream Circle. Der nächste Song heisst Tumbling Around. When the show is over and I'm tumbling around, with my big old head filled
with words and sound, and your soft little hands grab a hold of my cheeks, and then somehow manage to get this massive body home. As I'm tumbling around, tumbling around and around and around, tumbling around, tumbling around, tumbling around and around and around. You look up into my eyes and tell me it's alright, that you will hold my hands and stay with me all night, all night and forever, to catch me when I fall. No hidden agenda, you just help me find my way. As I'm tumbling around, tumbling around and around and around, tumbling around, tumbling around, tumbling around and around and around. As I'm tumbling around, tumbling around, tumbling around and around and around, tumbling around, tumbling around, tumbling around and around and around. Dank je wel, man. De nächste Song heißt Bag of Wind. Gerade als ich angefangen habe, solomässig Musik zu machen, war eine der ersten grossen glücklichen Gelegenheiten, dass ich bei Discover TV auf dem Balkon oben in Zürich einen Song spielen durfte. Und das war der. Bag of Wind hat der damals geheißen. Er heißt ja jetzt noch so. Und den Song findet ihr auf YouTube, wenn ihr Aaron Bag of Wind kennt. Dann findet ihr die Discover TV Episode mit mir. It's like you've taken all the wind. And put it in a bag. And buried it underneath a pile of Persian rags. It's like you've taken all the matter, left me with what's true. Like Ulysses on an issue of some bleach blue. It's all that matters. Oh no. And it's all sound and smoke up there in the sky. The ceiling of a portico. As you
got my heart. And it's all because it matters. Now it's all O'Brien. And I walk the silver lining of a stagnant cloud. Feel my heartbeat, but I know just where to go. Got a bottle of gin and a cotton crow's tape, and I'm off to Mexico. Cause it's too late now to strike roots in any ground. I'm a dirty old hound, rotten and unsound, and I'm southbound. Of a high school soccer game. I'm headed away across the parking lot, and I hear them call my name. Then I wake up and find that it's been 16 years since I first ran away on a hot school day, left my folks in tears. I'm bound to roam, bound to roam, bound to roam, bound to roam. Did a little time now for fighting in a bar. Old Conor McGregor wears a fancy suit, and I wear stripes without a star. On a hot work day, they let me out of here. I'm gonna head straight down to the diner and grab some smokes and a cold beer. I'm bound to roam, bound to roam, bound to roam, bound to roam. Say that I could have run, but I chose to stand my ground. And it's funny, you know, cause with the girls, it's the other way around. But I know some folks in a bar that could be my home. And I guess they're just the people I deserve, or maybe I'm bound to roam, bound to roam, bound to roam, bound to roam, bound to roam. Merci vielmals, das war Bound to Roam. Der nächste Song heisst One More Time. Die mich kennen, die hier zuschauen, wissen, dass ich mich meistens, also in 80-90% der Fälle von Horrorfilmen inspirieren lassen zu meinen Songs. Und so von Horror-Klischees. Und im nächsten Song geht es um Werwolf und der Song heißt One More Time.
Time runs slow in this old glade. Just so long since you have been out here in the woods with your wicker mask. Der Song findet ihr übrigens auf YouTube mit einem Musikvideo, das Moritz Schmid gemacht hat. Der nächste Song heisst. Der nächste Song ist einer, den ich schon sehr lange nicht mehr gespielt habe. Und ich dachte, heute spiele ich ihn wieder mal. Er heisst City Walls. Und es geht darum, ich wohne also, ich habe früher in der Altstadt Zrappi gewohnt. In der Stadtmauer, in der ehemaligen, mittelalterlichen. Und dort habe ich auf eine Kreuzung gesehen, wo immer ein riesen Verkehrschaos war. Und die Leute sind immer schier aufeinander losgegangen. Und es war immer so Endzeitstimmung dort unten gewesen. Und dann habe ich den so ein bisschen zombie-mäßigen Song geschrieben, der City Walls heisst. Und ich habe gefunden, ich könnte jetzt wieder mal spielen, jetzt wo wir alle daheim waren und ich viel aus dem Fenster geschaut habe und sehr positiv überrascht war darüber, dass die Leute einigermaßen anständig miteinander umgegangen sind. Also der Song heisst City Walls. Out the window, bomb throwing me, police with sticks and stones to disarray them. Theft and plunder, they're taking all they can hold. Capitalist mindsets out of state control. Oh, but Sally says, let them run around. And she picks up some tea and puts it on the ground. Oh,
Sally says, we're safe and sound inside a love that is made of city walls. They tried to introduce anarchy to a money nurse nation, seeking freedom for exploitation. Like democracy, it's forsaken the Middle East. Window shoppers wreak havoc in the streets. Oh, but Sally says, let them run around. And she picks up some tea and puts it on the ground. Oh, Sally says, we're safe and sound inside a love that is made of city walls. Weiß ich, wieso ich den Song nicht mehr gespielt habe, wegen dem ewig langen Pfeifteil. Also der nächste Song heisst The Anarchist. Den findet ihr auf meiner EP. Die heisst One More Time EP, nach dem Song benannt, den ich vorher gespielt habe. Und der Song heisst The Anarchist. Und es geht um so Aliens und so Sachen. Es ist, und er heisst The Anarchist genau, wie so mein enger Umfeld, wo hoffentlich da zuschaut. Weiss, bin ich selber Anarchist, aber ich mache nicht gerne so politische Musik oder so. Ich weiss nicht, wie das geht. Aber bevor ich Anarchist war, habe ich zufällig einen Song geschrieben, der The Anarchist heisst. Ich müsste aber also politische Botschaften suchen, den vergebens dort. Ich habe gar noch nicht gewusst, was das genau ist, Anarchismus. Aber ich habe mir so vorgestellt, dass es so eine Alien-Frau gibt irgendwo und jemand sie mit so einem Fernrohr anschaut und sie lebt in so einer utopischen, anarchistischen Gesellschaft. You're a girl from another star, wearing jewelry of gold and cyan, and you try out there in the far black sky, and you're an anarchist of the old kind. Time's a cheat when you come around, like an undiscovered fruit of Zion. All the voices start to echo, all the lights start cooling down,
And you're a man's baby to man kind. Oh girl from another star, wearing jewelry of gold and cyan. Your tribe's out there in the far black sky, and you're an anarchist. Like a gun, you know evil and you know sublime, you know systems far from the sun we know, and you're a color in which no sun could shine. Oh girl from another star, wearing jewelry of gold and cyan. Your tribe's out there in the far black sky, and you're an anarchist, an anarchist. Dankeschön. So, jetzt kommen wir schon zu meinem letzten Song. Der heisst, das ist ein ganz neuer Song. Da habe ich gerade so ein neues Live-Session-Video davon aufgeladen, wo auch der Moritz Schmid gefilmt hat. Und es würde mich freuen, wenn ihr das anschauen würdet. Und ich möchte mich schnell, jetzt wenn ich noch 2 Sekunden habe, weil das ist ein 2-Minuten-Song nachher, noch schnell ganz herzlich bedanken bei Regio Act und beim Song Circle. Times of simmering craters, an angel fell and sparked a storm. He said, hey Lilith, it's just us and the haters, so lay with me and we'll both be warm. From the trees that sprout from that soil, and the rabbits of the heathen woods, draw your power, draw great turmoil, draw your love and all that's good. You got that Madison Montgomery smile, you got that radical Sabrina style. Danke viel, viel mal. Ja, das war der Aaron, der Anarchist aus Rapperswil. Wirklich beeindruckend.
für mich auch ein bisschen eine Mogelpackung, weil er kommt so unscheinbar daher und dann dreht er voll auf und überzeugt total. Das ist wirklich cool und ich hoffe, dass er auch bald da bei mir wird Platz nehmen. Jawohl, da ist er, ja. Aaron, ja, bitte, nimm Platz, ja, wir müssen, ja, hoi. Aaron, ich habe gerade überlegt, es ist 5 Jahre her, dass wir uns zum ersten Mal gesehen haben. Wir haben dort das Projekt Balcony TV gestartet in Zürich und ihr seid eine der ersten Bands, die dort gespielt haben. Genau, das war damals, als ich bei der Band der Lautsprechers war. Der Lautsprechers, ja. Und das war eine mega Ehre. Ich weiss noch, es ist sogar, weil Balcony TV gerade neu war in der Schweiz, hat es einen 20-Minuten-Artikel gegeben und unser Bild war drin. Und dort hatte ich so langsam das Gefühl, jetzt geht es so ein bisschen los. Jetzt ist, yeah, das ist doch cool, ja. Jetzt habe ich auch noch ein bisschen roten Faden gemerkt. Also erstmal habe ich vorher gesagt, du bist für mich auch ein bisschen ein Heimlifeis oder eine Mogelpackung. Da kommst du denken, ja, das ist so ein Lied, nicht ein Singer-Songwriter. Und dann nachher kommt da irgendwie, erzählst du von Horrorfilmen und drehst voll auf und dann erzählst du noch von Anarchie und so. Ja, würden wir dir vielleicht nicht ansehen. Aber offenbar hast du da sehr ein breites Spektrum, wo du abdeckst. Aber an etwas habe ich mich erinnern, nämlich das, auch das hat wieder einen Filmbezug, dass der Quentin Tarantino himself auch schon mal deine, eure Musik toll gefunden hat. Genau, ja, das war damals, ich glaube, so etwa um die Zeit herum, wo wir uns das erste Mal gesehen haben. Dann, ja, es ist irgendwie so ein komisches. Wir haben das ja mitverfolgt als Tarantino-Fans, wie ihm sein Film nicht realisiert worden ist, The Hateful Eight, weil das Skript geleakt ist. Und dann kurz darauf hat es plötzlich geheißen, irgendwie Musik zum Film, wo immer so speziell ist, der Tarantino wählt die so selber raus und so. Es ist auch geleakt worden und dann ist unser Song Esther, das ist ein instrumenteller, so ein bisschen Western-Song gewesen, ist zu oberst oben gestanden. Wow. Und dann haben wir Anrufe bekommen von 20 Minuten von verschiedenen Zeitungen und wir haben die ganze Zeit einfach so gesagt, wir wissen auch nicht mehr als ihr jetzt. Und nachher haben wir schon gedacht, und nachher ist der Film realisiert worden und haben gedacht, boah, jetzt kommen wir in dem Film vor. Aber dann hat er gerade mit dem Ennio Morricone Frieden geschlossen und als Friedenszeugnis hat der Ennio ihm den ganzen Soundtrack also dann komponiert. Hat der Ennio Morricone hat euch dann da quasi das wieder weggenommen. Ja, aber schon, aber das Lustige ist, es ist auf YouTube ist unser Song dann, hat dann plötzlich 1 Million Klicks gehabt und mega viele haben gemeint, der sei vom Ennio. Oh, und ich weiß noch, ein Kommentar war, wow, der Ennio schreibt Musik, als wäre er wieder 20. Ennio hat noch nie so einen guten Song geschrieben, ja. Nein, ja, cool, also Hollywood hat eigentlich schon angeklopft und ich bin überzeugt, die kommen noch. Und du bist ja auch überzeugt, weil ich habe gehört, du hast dich ziemlich antizyklisch verhalten. Nämlich dann, wenn niemand mehr an Live-Musik glaubt, nämlich jetzt in der Corona-Zeit, wird der Aaron sich voll auf Musik konzentrieren. Ja, ich meine, ich habe halt, als ich die Entscheidung getroffen habe, alles auf Musik zu setzen, habe ich noch nicht gewusst, dass das Virus wird ausbrechen. aber nachher habe ich gefunden, also am Anfang ist dann wirklich einfach nichts mehr gelaufen und alle Auftritte sind abgesagt worden und es war recht schwierig gewesen. Aber nachher sind eben so Gelegenheiten wie die gekommen und ich habe dann selber auch angefangen, ein bisschen Livestreams zu machen. Und, genau, du bist ja auch auf Stars at Home gekommen im Blick TV. Genau, richtig. So weiter. Ja. Sehr cool. Aber was mich jetzt wirklich heute überrascht hat, ist, dass du deine Inspiration aus Horrorfilmen nimmst. Ja. Schaust du denn, bist du da nächtelang, ziehst du dir die Zombie-Streifen rein? Ja, es ist das einzige Hobby, das ich habe. Ich habe irgendwann aufgehört, mich mit Sachen zu beschäftigen. Musik ist ja nicht mehr dein Hobby, das ist ja jetzt genau, dein Beruf. Genau. Jetzt Musik ist jetzt mein Beruf. Und dann habe ich mich auch mit nichts anderem mehr beschäftigt, außer mit Musik. Und das einzige Hobby, das geblieben ist, sind Horrorfilme gewesen. Die sind irgendwie total wichtig für mich, ich weiß auch nicht wieso. Das und der Shakespeare auch, der ist auch noch ein bisschen eine Inspiration. Also ich mache eigentlich nichts außer Shakespeare lesen und Horrorfilme schauen und Musik machen und zwischendurch Chips essen und Zeug. Und nachher, ich weiß aber nicht genau, die Songs sind ja recht schnulzig. Auf Instagram hat letztens jemand gesagt. Na, schnulzig würde ich jetzt, der Anarchist finde ich jetzt nicht so schnulzig. Okay, ja. Gut, da bin ich froh. Weil ich habe ja immer das Gefühl, die müssten den Horrorfilmen entsprechen, wo ich so inspiriert bin davon oder meine komischen Horrorvorstellungen. Und irgendjemand hat dem gesagt, satanistische Samenlöser. Und ich eben, es ist so ein Zwischending, aber ich finde, es funktioniert irgendwie. Ich sehe,
die Horrorfilme haben für mich halt auch eine Schönheit, spielt auch eine wichtige Rolle in dem Film. Teilweise so eine gegenteilige Rolle, aber auch sehr wichtige. Und ich finde, Schönheit ist so ein bisschen der Grundantrieb für Kunst im Allgemeinen. Also du könntest dir auch vorstellen, bei einem Film mitzuwirken, bist vielleicht jetzt vom Aussehen nicht gerade für einen Horrorfilm geeignet? Oder vielleicht so als der, der klassisch, also wo der dann ins Schloss reinkommt und dann irgendwelche Sachen erlebt, so der genau, Held, ja, genau, so der unschuldige Typ. Oder vielleicht, ich hoffe, ich bin nicht der, der als erstes stirbt, so der Kiffertyp. Der Beste, der am besten aussieht, stimmt immer zuerst. Das ist so, ja. Gut, aber meistens ist es ein Blondinen, also du hast, okay, vielleicht gut. Stirbst du dann eine Szene später. Gut, ja, da bin ich froh. Dann noch ein bisschen mehr Screentime. Ja, eben, Horrorfilm. Es gibt eben auch so eine gewisse, bestimmte Perspektiven auf die Welt. Oft sind dann die Sachen eben wie Zombies oder Vampire oder so, sind dann so ein bisschen Metaphern für Sachen, wo, für so irgendwelche Emotionen oder Gefühle, die man so im Alltag erlebt und so. Und gewisse nehmen andere Metaphern und ich nehme halt bei mir, sind es dann meistens Horrorfilm-Metaphern. Aber trotzdem tust du das sehr lieblich, gut konsumierbar da bringen. Aber ich habe mir zum Beispiel gedacht, die Anarchist, da könnte man auch wirklich so einen schlimmen, weiß ich was, richtig Rammstein oder so, könnte man damit könnte auch voll Power irgendetwas draus machen. Interessiert dich das nicht? Bist du im Wesen doch eher einer, der es lieber ruhiger hat? Ja, eigentlich schon. Also letztendlich, die Musik, die ich höre,